Hallo. Letzte Woche hat mich eine junge Journalistin in einem Interview gefragt, was die wichtigste Zutat für unternehmerischen Erfolg ist. Worauf ich antworte, dass das eine sehr gute Frage ist, die ich beantworten muss. Im Vlog, und zwar heute. Viel Spaß und Trailer ab. Ich habe meine Maske vergessen. Mal sehen, ob sie mich reinlassen. Angekommen in München. Oh, jetzt packen wir die Tasche und ziehen weiter in etwas Rundes. Und in diesem Runden ist ganz viel Herz. Da passiert heute auch übrigens was Spannendes. Ja, seid gespannt, ja. Bevor es ins Runde geht, muss ich mich aber erst noch ein bisschen vorbereiten, also umziehen. Und ich habe mich verabredet mit jemandem, ich gehe nicht alleine. Und den müssen wir mal anrufen, weil der hat schon versucht, mich zu erreichen. Habe ich dich gerade gestört, weil du mit jemandem ein Interview gemacht hast, weil du zufällig deine Kamera anhattest? Wie kommst du drauf, mein Lieber? Ich habe natürlich gearbeitet, ja? Piepst du uns kurz an, wenn wir ready sind, und dann geht's los, oder? Love it. Bis gleich, mein Großer, ja? Bis gleich. Ciao, ciao. Tschüss. Yes, gleich geht's los. Yes! Aber was geht eigentlich los? Detlef hat mir gesagt, ich darf ihn auf keinen Fall filmen. Er weiß natürlich nicht, dass ich ihn eh schon beim Telefon gefilmt habe. Mal sehen, wie er jetzt auf die Kamera reagiert. Ob er sich filmen lässt oder nicht. Ah, es sind da Variablen, aber sie haben ihr Spiel noch nicht gefunden. Ne? Sané will auch durchschießen, Gnabry will auch durchschießen. Ja. Alle, die geben die Kopf auf Swiss. Mané steht da und ja. Keiner gibt ihm Wahl. Ich glaube, das wird ein traumhafter Abend. Paparazzi. Paparazzi, ja? So. Ich schwöre, ich bin so platt, ich habe zwei Tage durchgeschüttet. Ich mache nichts, nada, null. Was brauchen die Jungs noch heute zu gewinnen? Hi. So, kein Person, ich weiß, was es ist. Ja. Was man haben kann, so eine Abend gegen Barcelona zu spielen. Was will man mehr? Weil so ein Spiel wird man gemessen. Entweder oder. Bist du gut oder bist du schlecht? Und das, bei einem solchen Spieler muss man Gas geben.
Also da gibt es keinen Verlust. Muss man richtig hingehen, wo es weh tut. Im Unternehmertum erfolgreich zu sein. Und warum? Ich glaube, du brauchst auf jeden Fall brutal Leidenschaft für das, was du machst. Ohne das, ohne dieses Feuer, ohne das, ich habe total Bock, ich will es unbedingt, wird das am Ende nicht funktionieren. Und wir haben das so oft gesehen bei uns, wenn du das nicht mitbringst, dann fehlen dir, wir stehen jetzt im Stadion, die letzten paar Prozent, die es braucht, um das Spiel zu gewinnen. Ja? So.